hier die Pressekonferenz nach dem Handball-Bundesligaspiel SC Magdeburg GWD Minden. Endstand 28:19, Halbzeitstand war 13:18. Beste Werfer auf Seiten von Minden war Mohamed Damoul mit 6 Treffern und auf Seiten der grün-roten Oma Ingi Magnusson mit 8 Treffern. Wir haben beide Trainer hier und natürlich das erste Wort gehört dem Gästetrainer Frank Carstens. Ja, ich wiederhole mich. Glückwunsch zum Sieg, zum verdienten Sieg. Spielverlauf ist, glaube ich, auch wieder ähnlich gewesen. Wir haben einen ganz guten Start hingelegt. Die ersten 10 Minuten sind ausgeglichen. Dann macht der SCM einen kleinen Vorteil, dadurch, dass wir auch vorne ein, zwei nicht ganz so gute Entscheidungen treffen können, zwei, drei Fehler von Magdeburg nicht gleich nutzen. Da hatten wir auch unsere Möglichkeit, in Führung zu gehen. Aber insgesamt habe ich eine bessere Mannschaft oder eine bessere Leistung von meinem Team gesehen. Wir haben im Zentrum deutlich besser verteidigt, haben viel mehr Stopp-Fouls hinbekommen, also Stopp-Fouls im Sinne von Unterbrechung, wo wir noch einfachste Tore gegen uns bekommen haben in dem Spiel am Sonntag. Also ich bin mit der Steigerung zufrieden. Die Themen, die wir besprochen haben, die waren da. Aber letztlich muss man natürlich eingestehen, dass uns da ein bisschen die Mittel fehlen, um den SCM wirklich dauerhaft unter Druck oder unter Stress zu setzen. Und dann in der Schlussphase gelingen dann auch wieder leichte Tore übers Zentrum, weil dann natürlich bei uns ein bisschen die Kräfte nachlassen. Und ich glaube, die Magdeburger hatten sich dann auch ein bisschen freigespielt und hatten dann richtig viel Spaß. Ich habe gerade gehört, Benno hat Lust bei seiner Mannschaft ausgemacht. Das merkt man. Die Jungs haben Bock auf diese einmalige Chance, die da liegt. Und da wünsche ich euch alles Gute für. Und drück euch die Daumen, da kannst du sicher sein. Dankeschön, Frank. Benno, deine Erwiderung zur Lust, kannst du ja vielleicht anfangen? Ja, da bleibt ja jetzt mir nicht viel zu widersprechen. Ich habe das ähnlich gesehen. Ich habe auch eine verbesserte Mindener Mannschaft gesehen, was mir klar war. Ich habe das nicht so thematisiert. Ich habe aber gesagt, dass es schon intern, dass es schwierig ist, eine Mannschaft in zwei Wettbewerben so kurz nacheinander zu bespielen. Gerade wenn man in dem ersten Pokalspiel so dominant war und das nicht unterschätzen darf, mit welchem Kader Minden hier angetreten ist, auch heute. Also das wissen wir schon einzuschätzen und zu bewerten. Drum habe ich das Gefühl gehabt, dass Minden viel, viel besser drin war. Wir schon in den ersten 15 Minuten klarste Chancen liegen lassen haben. Malte Semisch sehr gut gehalten hat, 2,7 Meter gehalten hat. Und wir dann einfach eine gute Phase vom 6,5 zum 12,6 haben. Und die reicht uns, um Sicherheit zu gewinnen. Und dann lebt unser Sport auch viel von Sicherheit. Diese Sicherheit trägt uns dann in die Halbzeit mit 5. Und dann, ich will nicht sagen, verwalten wir es, aber es geht einfacher von der Hand. Wir kommen ins Tempospiel, wir kriegen ganz gute Paraden. Torhüterwechsel hat sich wieder gelohnt. Waren viele Sachen dabei, die mir auch heute sehr, sehr gut gefallen hat. Aber in der Bewertung, und da drücke ich halt Frank einfach die Daumen, dass er bald wieder auf seinen vollen Kader zurückgreifen kann. Hoffe einfach, dass Max Starr sich da nicht schwerer verletzt hat. Gute Genesungswünsche auf diesem Weg nochmal und er bald wieder mit eingreifen kann. Gibt es Fragen? Bitte ins Mikrofon, das wäre sehr schön, weil es ja übertragen wird ins Internet. Ja, Benno, du hattest ja gesagt, vor den beiden Spielen, du weißt überhaupt nicht, wo ihr steht nach den Corona-Problemen der Länderspielpause. Weißt du es jetzt? Nein, weiß ich nicht. Aber diese Probleme haben wir ja nicht exklusiv. Also wenn wir jetzt über Corona-Probleme im SC Magdeburg spielen, dann wäre es einfach ungerecht. Wir haben einen größeren Kader gehabt als Minden hier, die größere Probleme haben. Wenn man die Liga verfolgt, wird das ein Problem sein, was in der Gesellschaft auf den Straßen ist, wird uns auch in der Liga treffen. Deswegen fällt es mir schwer, jetzt Weitsicht zu haben und sage, wir sind drin. Ja, das werden einfach die nächsten Wochen hoffentlich zeigen. Ich wünsche mir einfach nicht mehr, als mit vollem Kader arbeiten zu dürfen, dass wir gesund bleiben, dass wir gut auf uns achten. Und dann glaube ich, wenn wir das machen, haben wir in jedem Spiel unsere Chancen. Wir müssen sie aber nutzen. Und dass es in jedem verdammten Bundesligaspiel auch am Samstag in Nettestedt wieder schwer wird, ist keine Frage. Du hattest gerade gesagt, du hoffst auf einen vollen Kader. Jetzt habt ihr ein großes Programm vor euch in den nächsten Tagen. Wie sieht's aus? Christian O'Sullivan hat heute noch gefehlt. Wie weit ist er? Ja, ich denke, dass er jetzt bald wieder zum Team dazustoßen kann. Wie weit er uns dann helfen kann sportlich, da fehlt mir die Fantasie. Er hat noch kein Teamtraining gemacht, also kann man auch am Samstag in Nettestedt, wenn er denn im Kader stehen sollte, noch nicht die ganz großen Sprünge erwarten. Aber klar, jeder, der uns helfen kann, der zurückkehrt, wird sein Möglichstes tun, dass wir erfolgreich sind. Und jeden, den ich dann wieder aufs Spielprotokoll mit draufschreiben kann, ist einfach ein gutes Gefühl und gibt Sicherheit. Gibt es noch weitere Fragen
weil ansonsten würde ich nur noch ergänzen, dass Benno wahrscheinlich einen Wunsch vergessen hat, und zwar, dass bei den nächsten Heimspielen die Hütte im Rahmen der Möglichkeiten komplett voll ist. Das geht natürlich an alle raus, die das jetzt gerade sehen und noch kein Ticket haben und hoffentlich Lust bekommen haben. Danke dafür. Ich danke euch beiden Trainern. Vielen auf jeden Fall viel Erfolg gegen Leipzig dann am Wochenende, und du hast Nettelstedt ja schon erlebt. Bleibt alle gesund und gute Geister. Nur der SC Magdeburg. Dankeschön. Alles Gute. Danke dir.